Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Hier habe ich einen Bundestagsabgeordneten, den Oliver Krischer, der auch gleichzeitig Staatssekretär im Ministerium von Herrn Habeck ist. Den kennt ihr sicherlich alle. Und wir sprechen mal darüber, was jetzt mit der neuen Regierung und vor allem der neuen Situation im Rahmen der E-Mobilität eigentlich zu erwarten ist. Was wird jetzt uns bewegen und passieren und die E-Mobilität, wie wird sie nach vorne gebracht werden? Oliver, du bist seit einigen Jahren schon im Bundestag und neuerdings eben auch Staatssekretär. Wo genau, in welchem Ministerium? Mir ist das zu lang, ich kann mir das immer nicht merken. Also ich bin schon seit 2009 im Bundestag, aber jetzt mit dem Regierungswechsel seit Dezember im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz heißt das. Das ist das Ministerium, wo Robert Habeck ist. Okay. Ich bin ja kein sehr politisch engagierter Mensch, ich engagiere mich eher thematisch in der E-Mobilität. Was kann ich für Hoffnungen haben in der neuen Situation, die wir in der Ukraine-Krise haben oder im Krieg in der Ukraine, so muss man da ganz klar sagen. Was kann ich denn jetzt für Hoffnung schöpfen, was wird in der E-Mobilität jetzt passieren? Wie wird das Thema nach vorne gebracht werden, um unabhängiger zu werden? Also wir hatten ja eine Situation, jahrelang ist bei der E-Mobilität wenig passiert. Ich habe 2016 mein erstes E-Auto gekauft, da war das fast noch Exotenstatus. Und wir sind ja Gott sei Dank jetzt in der Situation, dass es richtig losgeht. Wir hoffen, dass wir 2030, das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, 15 Millionen Fahrzeuge haben. Dazu gehört natürlich, dass man bei den Ladeinfrastrukturen eine ganze Menge macht, insbesondere an den Autobahnen, dass wir rechtliche Bedingungen verbessern. Das sind unzählige kleine Maßnahmen, die wir da jetzt machen. Aber wir wollen einfach es allen Menschen ermöglichen, elektromobil unterwegs zu sein. Und das ist der Job dieser Bundesregierung. Da sind wir auch klar committed. Wir haben bei der Verkehrspolitik ein paar andere schwierige Diskussionen. Aber ich glaube, bei der Elektromobilität ist das sehr klar. Ja, okay. Ganz konkret frage ich mich seit fast zehn Jahren, die ich mich mit dem Thema jetzt beschäftige, wann bekommen denn Arbeitgeber den Auftrag, hey, bau mal Ladeinfrastruktur, weil da stehen die Autos 8 Stunden am Tag rum. Warum haben wir solche Verordnungen, Gesetze noch nicht, solche Anregungen für die Industrie? Weil wir haben sehr viele Arbeitnehmer in Deutschland, die Auto fahren müssen, um zur Arbeit zu kommen, und dann steht das Ding da rum. Das wäre doch perfekt, dort den ganzen Tag langsam, 8 Stunden am Tag, das Auto vollzuladen. Ja, das ist genau die richtige Stelle. Diejenigen, die es zu Hause aufladen können, also alle, die ein Einfamilienhaus haben, die irgendwie einen Tiefgaragenzuhang, die sollen es natürlich da aufladen. Und die andere Möglichkeit ist ja vor allen Dingen da, wo die Autos dann besonders lange rumstehen, dann am Arbeitsplatz. Und da fehlt es genau an solchen Regelungen. Da sind wir jetzt dran, einfach zu gucken, wo können wir die ganzen Gesetze, das ist ja in 1000 verschiedenen Stellen geregelt, wo müssen Arbeitgeber Parkplätze und anbieten, wo können wir das machen. Das wird sicherlich eine Zeit lang dauern, aber da sind wir dran, diese Möglichkeiten zu machen. Und wir als für das energiezuständige Ministerium sagen natürlich auch, das soll am besten dann auch mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien kombiniert werden. Also dass bei den ganzen Parkplätzen, die es an Fabriken, in Gewerbegebieten und sonst wo gibt, dass man die auch dann gleich mit Photovoltaik ausstattet, dass der Strom vor Ort erzeugt wird und hier wir im Grunde genommen auch dafür sorgen, dass erneuerbarer Strom in den Elektroautos ankommt. Ja, aber wir wissen ja jetzt neuerdings, die ersten Jahre der E-Mobilität musste man sich das sehr, sehr oft anhören, dass ja ein Elektroauto mit dem Graustrom aus dem Netz geladen ja auch furchtbar ist. Jetzt, wo wir bei rund 50% Ökostrom im Netz sind, kann man ja sagen, selbst wenn der Arbeitgeber keine Photovoltaik baut, ist das E-Auto ja das sauberere Auto. Ja. Warum müssen wir das unbedingt kombinieren? Weil das macht das Ganze natürlich noch schwieriger, wenn der Arbeitgeber nicht nur Ladesäulen bauen soll, sondern auch noch Photovoltaikanlagen. Also ehrlich gesagt macht es nicht schwieriger, weil es ist für ihn dann günstiger. Weil sonst muss er den teureren Strom ja irgendwo kaufen. Und insofern, wenn er die eigene Photovoltaikanlage hat, sollte das alles nach Lage der Dinge günstiger sein. Aber es geht gar nicht darum, beides. Das Ziel ist, möglichst beides zu machen. Aber wir wollen natürlich Anreize und da, wo wir im Bereich des Ordnungsrechts sind, auch Möglichkeiten schaffen, dass tatsächlich die am Arbeitsplatz die Möglichkeit ist, das Auto dann auch aufzuladen, auch wenn keine Photovoltaikanlage da ist. Hat der Herr Putin aus Russland, der jetzt in der Ukraine Krieg führen möchte oder will oder tut im Grunde genommen ja schon, hat er jetzt in Deutschland eine Situation geschaffen, die solche Gedankengänge beschleunigt?
Ja, auf jeden und Handlungen vor allen Dingen? Ja, auf jeden Fall, weil bisher war ja ein großer Teil unserer Energiepolitik darauf basiert, dass wir billiges Gas von Herrn Putin, billiges Öl und billige Kohle bekommen. Das ist vorbei. Wir machen genau das Gegenteil. Unser Ministerium ist den ganzen Tag damit beschäftigt, jetzt hauptsächlich dafür zu sorgen, dass wir möglichst schnell von Putin unabhängig werden. Das hat auch zu steigenden Spritpreisen geführt. Das ist ja eine Folge des Krieges. Und selbstverständlich werden dann noch mehr Menschen jetzt drüber nachdenken, ich will nicht mehr diese Benzinpreise bezahlen. Ich will nicht von Herrn Putin abhängig sein, weil jeden Euro, den ich da zahle, der landet ja dann am Ende bei Wladimir Putin oder zumindest ein Teil davon. Und das, glaube ich, ist nochmal ein ganz starker Treiber für Elektromobilität, aber dann kombiniert auch mit erneuerbaren Energien. Ja, was mich jetzt daran nur so irritiert, ich persönlich, also natürlich, so schlimm dieser Krieg in der Ukraine ist, für die Menschheit ist die nachhaltigere Gefahr eigentlich der Klimawandel, in meiner Perspektive. So schlimm es da vor Ort für die Menschen natürlich ist, aber die ganze Menschheit, wenn wir jetzt immer so weitermachen wie bisher, dann landen wir nicht bei 1,5 Grad Klimaerwärmung im Durchschnitt, sondern bei 4 oder vielleicht sogar 5 Grad oder wenn wir noch länger weitermachen, vielleicht noch mehr. Warum muss jetzt erst sowas passieren, damit manche Dinge plötzlich schneller gehen? Das verstehe ich nicht. Wie können Sie, der jetzt im Bundestag sitzt, dem, ich sag mal, Laien erklären, woran das liegt? Naja, also es ist einfach so, dass, und da ist der Bundestag tatsächlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das kennt ja jeder auch im privaten Umfeld. Es gibt immer Leute, die sagen, naja, also mit dem Klima, das ist ärgerlich, das ist schlimm, ich bin ja auch für Klimaschutz, aber das rangiert nicht als oberste Priorität. Und das findet sich in manchen Parteien stärker, würde man sagen, bei den Grünen gar nicht, aber das ist halt unterschiedlich, welche Prioritäten dieses Thema genießt. Und wenn es dann andere Begründungen gibt, also wenn man dann auch aus anderen Gründen Strukturen ändern muss, hin zu Erneuerbaren, zu Elektromobilität, weg vom Gaskessel im Keller, hin zur Wärmepumpe und all das, was wir ja auch schon vor dem Krieg als Gesetz angeschoben haben, jetzt nochmal beschleunigen, dann plötzlich gibt es auch mehr Unterstützer, weil viele merken, naja, das ist ja offensichtlich doch richtig, weil wir einfach das Gas und das Öl nicht mehr haben, jedenfalls nicht mehr so billig da drankommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn wir vielleicht noch drankommen sollten, dann um den Preis, dass uns so ein Diktator dann erpressen kann. Ja, okay. Jetzt haben wir das Thema Elektroauto eigentlich in meiner Wahrnehmung vom Tisch. Autos werden sich durchsetzen. Die Hersteller haben alle gesagt, wir wollen keine neuen Verbrenner mehr entwickeln, ab Mitte des Jahrzehnts eigentlich auch nicht mehr gerne verkaufen. Das heißt, eigentlich ist dieser Drops gelutscht, die Lawine rollt jetzt den Berg runter. Was jetzt aber ganz wichtig ist, ist die Infrastruktur. Schnellladestationen natürlich an den Autobahnen, dass eben nicht nur Tesla ein sehr quantitatives und qualitatives Ladenetzwerk schafft, sondern eben alle Elektroautohersteller ein System haben, beziehungsweise die Infrastrukturbetreiber ein System bieten für diese Autos, die auf den Markt kommen. Wo sehen Sie da die größte Baustelle, gerade was die Schnellladeinfrastruktur angeht? Also, warum haben wir das noch nicht? Warum kommt ein amerikanischer Hersteller und zeigt uns, wie es geht? Ja, das ist eine gute Frage und ich will die Antwort auch geben, weil ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie vor ein paar Jahren mit ihrer Lobbymacht genau das verhindert hat, dass sie einfach dafür gesorgt hat, dass die Ladeinfrastruktur nicht ausgebaut wurde, weil sie noch nicht so weit war. Und der Tesla hat das aus eigenem Antrieb, auf eigene Kosten gemacht. Und ich selber als Tesla-Fahrer erlebe das ja seit Jahren, wie perfekt das funktioniert und wie gut das ist. Das Positive ist aber, das hat man jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt, es ist gekippt in der deutschen Automobilindustrie. Wir haben nicht nur viele Modelle jetzt und klare Commitments von VW und anderen, dass dieses ganze dumme Gerede von E-Fuels und Wasserstoff, dass das vorbei ist und dass jetzt klarer Fokus auf der Elektromobilität ist. Und ich glaube, alle E-Autofahrer merken das im Moment auch. Es schießen überall auch andere Anbieter für schnelles Laden an den Autobahnen aus dem Boden. Was wir jetzt in der Bundesregierung machen müssen, das diskutieren wir intensiv mit den Kollegen im Verkehrsministerium, dass wir da auch die Flächen bereitstellen, dass wir die Zugänglichkeiten an den Autobahnen machen. Die große Herausforderung ist aber ehrlich gesagt gar nicht der Pkw. Die große Herausforderung ist in meinen Augen die LKWs, weil wir sehen ja, dass es bei dem LKW am Ende die Batterie sein wird, die sich durchsetzen wird. Da bin ich jedenfalls von überzeugt. Und mein Eindruck ist, das haben die Hersteller auch verstanden.
Und da reden wir gerade über sowas, dass 1 Megawatt Ladeleistung an bestimmte Stellen hin muss. Das muss jetzt organisiert werden. Das ist ein Job, den diese Regierung auch erledigen muss. Okay, das ist nämlich ein sehr, sehr guter Punkt. Ich sehe das auch so, dass auch im Lkw-Bereich die Batterie das Thema der Zukunft ist. Auch da ist Tesla ja einer der Vorreiter, die demnächst den Semi-Truck bringen mit rund 800 Kilometern Reichweite, vollbeladen. Wie kann man jetzt verhindern, dass wieder Tesla, ich sag mal, den Maßstab setzt und ein Schnellladenetzwerk für den Schwerlastverkehr baut, sondern dass wir als auch deutsche Hersteller vor allen Dingen und deutsche Infrastrukturbetreiber da mitgestalten und jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen wie vor 5 bis 7 Jahren beim Supercharger-Netzwerk. Was tun Sie jetzt konkret als Ministerium dafür? Also, was konkret? Es wird im Moment jetzt ein Infrastrukturplan entwickelt, wie das Ladenetz an Autobahnen ausgebaut wird. Da geht es auch um Zugänglichkeit zu Netzen, da geht es um Finanzierung, wie wird das gemacht. Und da müssen wir einfach das gut machen, das gut erledigen. Ich denke, der Kollege Wissing im Verkehrsministerium wird das auch gut machen, weil die das verstanden haben, dass auch entgegen manchem öffentlichen Gerede, dass die Elektromobilität auch im Lastverkehr die Zukunft hat. Und dann haben wir auch eine Chance, als Deutschland hier endlich mal Maßstäbe zu setzen und nicht immer nur hinterherzulaufen. Ich habe jahrelang auch nie verstanden, warum ich das bei Tesla alles unkompliziert kriege, einfach einstecke, brauche keine Karte und nichts und das funktioniert. Und warum die deutsche Automobilindustrie das nie geregelt gekriegt hat. Ich glaube, das haben die aber auch gemerkt, dass das ein Riesenfehler war, dass sie auf der Bremse gestanden haben, dass sie sich da selber in eine Verlierersituation gebracht haben. Und meine Hoffnung ist jetzt ein Stück weit, dass auch der Druck aus der Industrie kommt, dass das vernünftig wird und dass wir dann da jetzt nicht wieder das Nachsehen haben. Okay, eine letzte Frage, da geht es mir um Fördergelder. Ich habe jetzt in den letzten knapp 10 Jahren so oft erlebt, dass Ladestationen gefördert wurden. Oftmals, ich sag mal, die typische Bürgermeistersäule, da ist ein Ort, da kommt dann eine Ladestation vors Rathaus, die wird gefördert und gefeiert mit einem Foto. Er lacht schon. Und nach 1,5 Jahren ist da irgendwas dran kaputt und kein Mensch repariert sie mehr. Weil sich da keiner Lust hat, darum zu kümmern. Der Ersatzteil ist vielleicht nicht lieferbar. Dann weiß man nicht, was man tun soll. Dann wird da Out of Order dran geschrieben und dann war es das mit dieser Ladestation. Wie können wir da hinkommen, dass, wenn Infrastruktur gefördert wird und das übrigens wirklich, ich habe es so oft erlebt, auch an Autobahnen, Schnellladenetzwerk an Autobahnen, reihenweise kaputt sind, dann ruft man die in Hotline an und bekommt gesagt, wissen wir seit 3 Wochen, wir kümmern uns darum. 3 Wochen später ist man immer noch an derselben Stelle da und denkt sich, ist immer noch kaputt. Wie kann man es schaffen, dass Fördergeld nicht nur Bedingungen bekommt wie wo, was, wie, sondern auch, wie zuverlässig ist das dann? Wie lange wird das zuverlässig betrieben? Wie sind die Verfügbarkeitsquoten? Müssen wir da nicht auch hinkommen, damit sowas dann nicht mehr passiert? Also genau die Geschichten könnte ich Dutzende von erzählen. Habt ihr da auch mal überlegt, dass ich da ein Buch zu schreibe? Das wird aber ein dickes Buch. weil man das ja wirklich erlebt in Orten und da ruft man die Hotline an und dann sagt man, nächste Woche kommt der Notdienst. Ja, sag ich, was mache ich denn bis nächste Woche? Soll ich jetzt im Auto übernachten? Ja, dafür wäre sie nicht zuständig. Ja, was soll denn das? Ne? So, und das drückt nur eines aus. Diejenigen, die damals, das war bei uns im Wirtschaftsministerium, die vorherigen Minister, man kann ja die Namen nennen, Gabriel und Altmaier, die haben sich einfach nicht dafür interessiert. Die haben gesagt, ja, jetzt müssen wir was mal bei Elektromobilität machen. Dann wurden irgendwelche Ladesäulen gefördert. Die Kommunen sollten sagen, wo das hingestellt wird. Dann hat der Bürgermeister natürlich gesagt, am besten vor mein Fenster, weil da kann ich mich damit präsentieren. Deshalb heißen die auch Bürgermeister-Ladesäulen, weil die meistens immer vom Rathaus stehen. War übrigens damals ein Tipp, wenn man, als es noch keine Karte gab, wo eigentlich die Ladesäulen sind, immer zum Rathaus fahren, da fand man eine. Ja. In ländlichen Regionen. Man sieht zumindest. Auch alter Hase der E-Mobilität. Ja, so, es ist jetzt heute alles anders. Wir ändern jetzt die Förderbedingungen. Das natürlich, das ist ja auch bei der Frage Preistransparenz, Bezahlsysteme, dass es hier klare Bedingungen gibt und dass die Ladesäulen natürlich auch betrieben werden müssen und dass das auch überwacht wird. Das ist etwas, was sich jetzt ändert, weil früher war das Spielwiese. Das war so grüne Spielwiese, die machen Elektromobilität, aber das eigentliche Auto war der Diesel oder im Zweifel
Zweifelsfall auch der Benziner. Das ist jetzt anders geworden und da sorgt jetzt auch die Automobilindustrie mit dafür, weil die will ja auch keine unzufriedenen Kunden haben, die dann diese alten Geschichten alle nochmal erleben. Und deshalb haben wir da jetzt auch klarere Förderbedingungen. In Zukunft sollte das eigentlich nicht mehr sein. Die Ladesäulen müssen an die Stelle, wo die Autos stehen und nicht, wo der Bürgermeister sein Büro hat. Und sie müssen auch in so einem Zustand sein, dass sie ständig benutzbar sein. Und vor allen Dingen, das ist bis heute ja ein Ärgernis, sie dürfen nicht zugeparkt sein. Ja. Und da braucht es auch eine Klärung. Da haben wir aber noch keine gute Idee, dass es tatsächlich auch wirklich so ist, dass man die Verbrennerfreunde davon abhält, sich auf so einen Parkplatz zu stellen und das dann zu blockieren. Ich habe da schon x-mal dann die Polizei oder das Ordnungsamt angerufen. Das dauert natürlich, aber auch da brauchen wir entsprechende, klarende Regeln, dass das nicht definitiv passiert. Noch schlimmer als die Verbrennerfahrer, die Autoladestationen zuparken, sind ja die Elektroautofahrer, die nicht laden, sich an eine Ladestation stellen. Die sind ja noch viel schlimmer. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Auch das kenne ich. Es gibt überall viele schwarze Schafe. Ja, das stimmt. Wäre denn dann nicht sinnvoller, auch aus dem Aspekt der, ich sag mal, sozialen Gerechtigkeit, wenn man den verladenden Strom an öffentlichen Ladesäulen fördern würde, anstatt den Autokauf zu fördern? Man würde damit einerseits dann, ich sag mal, den Leuten, denen es schwerer fällt, ein E-Auto zu finanzieren, vielleicht helfen und andererseits natürlich auch dem Ladehersteller, Ladeanbieter, Ladeinfrastrukturbetreiber motivieren, das Ding muss laufen, sonst kriegst du kein Fördergeld, wenn du pro Kilowattstunde so und so viel bekommen würdest. Sorg dafür, dass du attraktive Standorte hast, dass viel Strom verkaufst, dann kriegst du das meiste Fördergeld. Wäre das nicht der Hebel? Ja, man hat ja auch die letzte Bundesregierung schon sowas versucht, das über Ausschreibungen zu machen. Da waren solche Bedingungen drin. Es stellt sich dann aber raus, dass wir dann sehr stark eine Fokussierung auf interessante Standorte haben. Und wir wollen natürlich auch an Standorten, wo die Frequentierung möglicherweise nicht so hoch ist, aber wo wir eine Abdeckung haben wollen, dann auch Ladesäulen haben. Und das zweite Punkt ist die Kaufentscheidung. Das merken wir leider immer wieder. Die hängt nicht davon ab, dass Leute sich jetzt überlegen, was kostet das dann die Kilowattstunde und das mit dem spitzen Bleistift nachrechnen. Die mag es auch geben, aber bei den allermeisten Leuten ist das Argument, wenn ich direkt Cash was dazu kriege, dann schlage ich eher zu, als wenn es über einen verbilligten Preis, wo ich vorher gar nicht wusste, wie war der Vollpreis vorher, dann irgendwie gefördert wird. Also wir haben hier sicherlich ein Henne-Ei-Problem, das ist klar, aber wichtig war es jetzt mal auch mit der sicherlich guten Umweltprämie, also gut im Sinne von hohen Umweltprämie, eine Menge von Fahrzeugen in den Markt zu bringen. Und das hat, wie eben richtig formuliert, die Lawine ins Rollen gebracht. Ich würde das etwas positiver formulieren. Es hat den Strom auf den Antrieb gebracht, auf die Räder gebracht. Ne? Das war der wichtige Schritt. Aber dass bei der Förderung von Ladeinfrastruktur auch noch eine Menge besser werden muss, das ist keine Frage. Okay, abschließend, welches Elektroauto fährt ein Bundestagsabgeordneter? Ich fahre einen Tesla Model 3. Ah, sehr gut. Vielleicht ja bald ein Tesla Model Y als nächstes, der dann aus Berlin kommt. Das wäre ja auch eine schöne Sache. Vielen Dank, Oliver Krischer, für das Interview. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das Interview fandet und vor allen Dingen, was sind eure Wünsche und Bedürfnisse? Was muss die aktuelle Regierung tun, um das Thema E-Mobilität, vielleicht auch Energiewende, jetzt noch mehr nach vorne zu bringen? Was müssen wir tun, um den Klimawandel weiter aufzuhalten? Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst uns zusammen die Welt retten. Gilt gerade ganz besonders. Ich denke, ihr wisst alle warum. Und schaltet wieder ein, wieder heißt Nino vom Danzai-Blog. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. So, ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Jetzt ist natürlich, muss man es still, ne? Wenn du mit dem Videodreh fertig bist, dann sind alle leise.